So, hallo liebe Leute, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute wieder aus der Garage. Ich habe es ja schon beim Anbauvideo der Sozius-Abdeckung gesagt. Wir haben noch ein neues Teil. Und zwar geht es heute um dieses Teil hier, die Scheibe. Genau, und da haben wir uns schon eine neue bestellt. Und die ist auch schon da. Das ist hier so eine dunkle, getönte Scheibe von Puig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die liegt hier schon parat. Da haben wir uns auch schon alles vorbereitet. Theoretisch sollte es auch relativ einfach gehen. Wir müssen jetzt hier gleich die Spiegel lösen. Und dann laut Anleitung gibt es hier unten noch eine Schraube. Die habe ich jetzt aber nicht entdeckt. Gilt aber ja vom Modelljahr 2020. Vielleicht gab es da noch eine und es geht jetzt ohne. Wir machen jetzt auf jeden Fall gleich mal die Spiegel ab. Und genau dann lassen wir uns überraschen. Ja, ich habe rein aus optischen Gründen. Einfach die ganze Maschine ist grau, schwarz, dunkel. Dann passt natürlich so eine dunkle Scheibe auch. Sieht sportlicher aus. Die ist auch ein bisschen höher. Also laut Beschreibung soll die dann auch windtechnisch und sowas was bringen. Aber das genau werden wir uns dann anschauen. Ich bringe euch gleich wieder in eine bessere Position. Diesmal auch ohne Helmmikrofon. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht viel sagen. Ich werde jetzt nur das abschrauben, anschrauben und dann später gibt es wieder ein Fazitvideo, wo wir das mal live testen. Und genau, dann schauen wir mal. So, schauen wir uns nochmal die Originalscheibe an. Und dann bin ich mal gespannt, ob das gleich alles funktioniert und wie es am Ende aussieht und ob es vielleicht sogar einen Vorteil, was den Wind angeht, bringt. Also, jetzt gleich. So, ich glaube, so kann man das ganz gut erkennen. Jawohl. Legen wir mal los. Also, jetzt lösen wir die Schrauben. Schraube versteckt ist oder ob wir die Scheibe jetzt schon so wegbekommen. Okay, da scheint definitiv noch irgendwo was dran zu sein. Da müssen wir nochmal recherchieren. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Deswegen stürzen wir jetzt nichts. Machen wir hier einen Break. Machen nachher weiter. So, hallo Leute, zurück. Wir sind immer noch bei der Montage der neuen Scheibe. Und wir haben ja vorher die Schraube, wo diese Plastikverkleidung löst, das im Endeffekt gar keine Schraube ist, nicht lösen können. Das hier ist es. Wir haben uns jetzt im Internet ein bisschen schlau gemacht und Forum sei Dank gibt es immer sehr viel hilfsbereite Menschen und das ist quasi so eine Druckschraube, da muss man hier in der Mitte drauf drücken, dann löst sich die und dann kann man die einfach rausziehen. Genau, das war jetzt quasi alles
Und jetzt können wir die Scheibe theoretisch einmal lösen. Die müssen wir uns jetzt noch hier irgendwo hinlegen, damit wir sie wieder finden. Die brauchen wir nachher wieder. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir die Scheibe hier einmal entfernt. Jetzt müssen wir... Da sind Gummis. Hier ist noch ein Gummi. Jetzt müssen wir, glaube ich, das hier noch von der Scheibe lösen und es dann quasi an die neue Scheibe montieren. Ich glaube, das war's. Vielleicht kann ich die Kamera einfach ein bisschen nach unten machen. Dann könnt ihr das vielleicht sogar ein bisschen besser sehen. Macht es hier gerade alles im Kofferraum so ein bisschen. Ja, vielleicht seht ihr ein bisschen was. Wir haben jetzt hier die zwei Schrauben gelöst. Ich gucke in der Anleitung nach. Das war es hier einmal. So, und jetzt ist das Ding hier schon mal ab. Was man hier laut Anleitung noch lösen soll, sind diese Gummis hier. Die machen wir wahrscheinlich auch gleich dann bei der neuen wieder dran. So, das brauchen wir gleich. Also die Gummis hier rausbekommen. Gummi 1, Gummi 2. Laut Anleitung soll man das hier nicht mitnehmen, aber ich mache es jetzt mal trotzdem ab, weil im Forum haben sie geschrieben, man soll das hier auch auf jeden Fall dran machen, sonst kann das ein bisschen knarzen. So, damit wäre die alte Scheibe ja komplett demontiert und jetzt packen wir die neue raus. Moment, ich packe die mal zur Seite. So, jetzt packen wir die mal raus. So. Voller Pracht. Sehr, sehr schön, finde ich. Und jetzt kommt, glaube ich, einfach das Ganze nochmal andersrum. Jetzt kommen hier die zwei Gummis rein. Einmal. Zweimal. Ich hoffe mal, ihr könnt es einigermaßen gut sehen aus der Perspektive. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Dann jetzt kommt dieses Plastikverkleidungsstück hier wieder drauf. Ich kann es gucken. Jetzt müssen wir es auf jeden Fall einmal umdrehen. Ja, so hier macht das Sinn, oder? Ja, so sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und jetzt kommen die Schrauben da wieder rein. Genau, das waren die hier. Ich glaube, der passt auch. Nur andere Richtung. So. Passt auch. Die Schrauben waren auch beim Abmachen nicht so ganz festgeschraubt. Deswegen machen wir das jetzt auch noch nicht so fest. So. Ich blicke hier mal auf die Anleitung. Wir haben diese Gumminupsis hier drin. Die Schrauben dran. Ja, jetzt kommt es dann eigentlich wieder drauf. Ich mache jetzt kurz Pause. Ich hole kurz ein bisschen Wasser und Tuch, damit wir das ordentlich festmachen können. Ordentlich sauber machen können. So, also ich habe euch wieder nach oben gerichtet. Dass ihr jetzt auch gleich das große Finale seht. Hoffentlich. So, hier ist es sauber. Und wenn man das schon mal demontiert hat. So. Jetzt eigentlich, so wie wir es runter gemacht haben,
wieder drauf. Cool. Das war noch vom Schraubenzieher. Jo. Gucken wir mal. Gucken wir mal, die Druckschraube da unten wieder reinmachen, wie es dann aussieht. Ja, würde sagen. Machen wir die Spiegel wieder fest und dann passt es. Ich finde es auf jeden Fall mega. Sagt mir gerne mal eure Meinung, wie ihr es findet. Ich finde, es sieht schon mal geil aus. So, also Spiegel. Geil. Ja, die ist auf jeden Fall stabil dran, die hält. So, also wir haben es jetzt mal montiert. Der größte Knackpunkt war hier diese Druckschraube. Ich hoffe, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch dann schon mal weiter. Und ja, jetzt räumen wir hier erstmal auf, dann düsen wir noch eine Runde und dann gucken wir uns das zusammen nochmal bei Tageslicht an. Was heißt Tageslicht? Nicht in der Garage, also draußen. Und ja, ich finde es jetzt auf jeden Fall schon mal mega geil. Und ja, bin sogar mal noch gespannt, ob es neben der definitiv verbesserten Optik vielleicht sogar noch auf den Wind eine Auswirkung hat. Aber das schauen wir gleich. Also gell, bis gleich dann draußen auf dem Bike, Leute.